Heute möchte ich dir ein geistliches Bild weitergeben, eine Vision. Und zwar zum Thema Wasser des Lebens. In Jesaja finden wir folgende Bibelstelle. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser, und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Das Bild, was ich hatte, war so. Zunächst habe ich nichts gesehen. Ich hörte nur einen eigentümlichen metallischen Klang. Und zuerst dachte ich, es wäre irgendwie ein Kampf, Schwerter, die aufeinander prallen. Aber das war es nicht. Es war ein ganz regelmäßiges Geräusch, was ganz gleichmäßig wiederkehrte. Und auf einmal bemerkte ich mich, dass ich mich auf einer hügeligen Kuppe befand, grasbewachsen, es war kein Baum, kein Busch, nichts zu sehen, ganz weit gestreckter Hügel. Und in einiger Entfernung von mir befand sich eine eigentümliche Holzkonstruktion, und zwar ein alter Brunnen, ein uraltes Bauwerk, wo man mit einer Schnecke aus dem Brunnenschacht Wasser förderte und dann in einen kleinen Kanal leitete. Und in diesem Apparat war also ein Mann, der trieb diese Schnecke an, mit so einer Querstange schob der diese vor sich her, immer im Kreis, wie so ein Mühlstein, wo der Esel den also immer antreibt und umhergeht. So schob der also diesen Brunnen an und beförderte dort Wasser nach oben. Allerdings kam da fast kein Wasser hoch, das war fast nur tröpfchenweise, was in diesen Kanal floss, und es verdunstete sofort an der heißen Sonne. Das heißt, die ganze Anstrengung von diesem Mann war völlig umsonst. Ich bin zu ihm hingegangen, habe mit ihm gesprochen, und es stellte sich heraus, dass er völlig fixiert war auf seine Arbeit. Er hat gesagt, der Brunnen hat viel Wasser gegeben, er muss seine Anstrengungen vergrößern, er muss mehr arbeiten, dann kommt auch wieder mehr Wasser. Aber ich wusste, das war vollkommen umsonst. Dieser Brunnen, der wirklich viel Wasser gegeben hatte, da kam kein Wasser mehr heraus. Die Anstrengung des Mannes, wirklich irgendwie Wasser des Lebens zu fördern, war völlig umsonst. Der war in einer Tretmühle. Ich ging weiter, und ein kurzes Stück weiter schon sah ich innerhalb dieser Wiese so eine eigentümliche wässrige Fläche. Da war offensichtlich ein Loch im Boden, was als Brunnen fungierte. Und das war voll mit irgendeinem Wasser, das so ausfranste in die Wiese. Die ganze Wiese war nass und feucht und modderig, und das Wasser war vollkommen gekippt. Das war schlierig und grün und roch unangenehm und franzte, wie gesagt, so nach allen Seiten in diese Wiese aus, so fast wie so Sumpf. Ich ging ein Stückchen weiter und bemerkte, da hatten sich Leute von diesem Wasser aus einen kleinen Kanal in die Wiese gegraben, und die saßen dort, tranken von diesem schlierigen, grünen, gekippten Wasser und grölten und waren offensichtlich wie betäubt, waren offensichtlich schräg drauf, waren ganz sonderbar. Ich ging wieder ein Stückchen weiter, und auf einmal bemerkte ich dort auf der Wiese einen Steinbrunnen, der sah aus wie so ein mittelalterlicher Stadtbrunnen. Ein Brunnen, so richtig mit Überdachung und einer Winde und einem Seil, wo ein Holzeimer dran hing und wo man eben dann unten Wasser schöpfen konnte. Und ich ging zum Brunnen und schaute hinein, und sieh da war ein Metallgitter angebracht, und das war verschlossen. Man konnte bis in den Brunnenschacht unten hineinschauen und sehen, der war staubtrocken. Da war Dreck und Staub unten, da war kein Tröpfchen Wasser drin. Und dann bemerkte ich ein Schild, was da war, wo es hieß, dass an diesem Brunnen von Zeit zu Zeit Wasser geschöpft werden würde. Aber ich wusste, hier würde es niemals Wasser geben. Ich wusste, man würde dieses gekippte Wasser von der Wiese holen und hier anbieten. Ich war irritiert über diese drei verschiedenen Brunnen und ging dann weiter den Hügel empor nach oben. Und als ich oben ankam, bot sich mir urplötzlich ein erstaunliches Panorama. So weit das Auge reichte, bis zum Horizont, ein gigantischer See. Ein gigantischer See. Ich wusste, es ist wunderbares, köstliches, frisches Süßwasser. Es war weit wie das Meer. Das ist ein Bild für das Wasser des Lebens.
Manche fördern es aus uralten Brunnen, die vielleicht mal Wasser gegeben haben und meinen, da muss noch mehr Wasser gefördert werden können. Und sie bemühen sich und es kommt doch nichts bei raus. Andere bieten kein wirklich lebendiges Wasser an, sondern es ist gekippt, es ist unecht, es ist falsch. Und es führt zur Benebelung und dazu, dass sie rumgrölen und einfach schräg drauf sind. An wieder anderen Stellen wird uns Wasser versprochen, aber es gibt gar keins, es ist staubtrocken. Und doch, wenn man an den richtigen Ort geht, ist Wasser in Fülle vorhanden. Wasser ist ein Bild für den Geist Gottes, für die Segnung Gottes, die er für uns hat. In Jesaja heißt es in einigen Kapiteln weiter hinten, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Und der Prophet Jeremia sagt zu uns, denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt. Wenn du mehr von Gott haben willst, dann wende dich dorthin, wo du mehr bekommen kannst. Sieh zu, dass du wirklich an die Quelle lebendigen Wassers gehst und dich nicht von irgendwelchen trockenen Brunnen, gekippten Brunnen oder leeren Versprechungen davon abhalten lässt. In dem Sinne wünsche ich dir, dass du wirklich an die Quelle lebendigen Wassers kommst. Ich wünsche dir, Gott hat mehr für dich.